Marco Rapp, kommst jetzt mitten in der Saison zur Altstadt. Kannst du mal ganz kurz erklären, was dich dazu bewogen hat, hier zu unterschreiben? Ja, ich hatte gute Gespräche mit der Vereinsführung, was die Zukunft angeht, dass wir alles professionieren wollen. Ich komme hier näher in die Heimat und mir war klar bewusst, dass wir im Abschiedskampf sind. Aber ich übernehme gerne Verantwortung und nehme die Herausforderung an. Und ich weiß auch, dass wir hinten rauskommen werden. Das hat mich sehr, es hat es interessant gemacht für mich. Mit dem Namen und jetzt auch deine Stationen mit zweiter Liga, Fürth und so weiter. Du wurdest auch gerade schon als Spieler mit Führungsqualitäten angekündigt. Erhöht es auf dich den Druck oder ist das eher positiv für dich zu hören? Nee, Fußball hat jeder Spieler Druck, egal ob du Führungsspieler bist oder nicht. Also wenn du sonst auf dem Platz bist, musst du immer eine Leistung abrufen. Von daher sehe ich das ganz entspannt. Du hast jetzt schon einmal trainiert mit der Mannschaft, glaube ich? Ja, genau, gestern. Und wie siehst du die Jungs? Was für Potenzial hat die Truppe? Ja, ich kenne schon einige, wie gesagt, vorhin. Da ist viel Potenzial in der Mannschaft. Ich weiß nicht, warum es jetzt nicht abgerufen wurde. Aber jetzt hoffen wir mal, dass es mit dem neuen Trainer die Spieler wieder ihre alte Leistung anknüpfen können. Ich denke, damit wird es erfolgreicher.